Zwei Probleme bei der Panelbefragung. Panelsterblichkeit und Paneleffekt. Was heißt das? Panelsterblichkeit kann bedeuten, der physische Tod eines dieser Mitglieder der Gruppe, die befragt wird. Aber das ist es eigentlich eher selten. Sondern schon, wenn wir eine Gruppe von Haushalten als Panel nehmen und die Tochter heiratet und zieht aus und der Sohn geht ins Ausland beruflich und zieht aus diesem Elternhaus, dann ist das Panel gestorben. Also es ist nicht nur der physische Tod, der kann es sein, aber schon Umzug, Heirat oder sonstige Dinge sind Phänomene, die wir nennen Panelsterblichkeit. Das heißt, das Panel ändert seine Zusammensetzung. Durch was auch immer. Das ist Panelsterblichkeit. Das Panel ist damit gestorben, weil die ursprüngliche Konstellation sich geändert hat durch das, was Menschen eben so tun. Sie heiraten, sie ziehen aus, sie gehen vielleicht mal ins Ausland, sie gehen auf eine Weltreise, was immer. Schon ändert sich natürlich das Konsumverhalten dieses Haushaltes. Wenn das vorher Vater, Mutter und zwei Kinder waren und die beiden Kinder ziehen aus, dann ändert sich das Konsumverhalten. Das heißt, das Panel ist gestorben. Das ist die Panelsterblichkeit. Und das andere Problem, aber es sind kleine Probleme. Dieses Panel ist sehr, sehr wirkungsvoll, sehr beliebt. Das andere Phänomen, das andere Problem ist der Panel-Effekt. Der Panel-Effekt ist das Phänomen, dass man sich anders verhält, wenn man weiß, dass man beobachtet wird. Wenn man weiß, dass man gleich befragt wird, dann ändert man sein Verhalten. Ist aber auch nicht dramatisch. Die Leute gewöhnen sich sehr schnell und vor allem sind diese Institute wie die GfK ja mittlerweile sowas von technisch auch ausgefuchst. Ja, früher hat man die Leute noch befragt, was haben sie denn heute eingekauft? Moment mal, ich gucke mal in den Kühlschrank, ich weiß es ja schon selber gar nicht mehr. Heute haben die Leute so einen Handscanner. Ja, dann, ehe die das in den Kühlschrank legen, wird piep, 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 da wird das direkt per Datenleitung zur GfK gebeamt und fertig. Das merken die Leute gar nicht mehr. Nur das machen die automatisiert. Ja, früher mag das vielleicht noch so der Fall gewesen sein, dass man sagt, ah, ich habe jetzt gerade so ein Video gekauft. Teresa Orlowski. Soll ich das wirklich? Ja, dann fragen die mich gleich, was hast du denn eingekauft? Ich sage Video Teresa Orlowski. Was ist Video Teresa Orlowski? Keine Ahnung. Das müssen Sie nacharbeiten. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Video-Coachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar. Und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Video-Coachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.